Hallo, servus bei Zuhause unterwegs, Heimat neu entdecken. Ich bin heute in Österreich, in Oberösterreich, bei der Ortschaft Altenhof. Und heute gibt es eine Wanderung zur Burgruine Falkenstein. Hinter mir sieht man das Schloss Altenhof. Und von da aus geht es jetzt los in Richtung Burgruine. Also bleibt dabei und kommt einfach mit mir mit. Aussicht mit Rastplatz. Ja, da schauen wir natürlich hoch. Haben nur 2 Minuten. Den Umweg, der ist drin. Ja, das waren jetzt keine 2 Minuten, eher 20 Sekunden bis daher. Der Aussichtspunkt selber, ja, ist ziemlich verwachsen. Die Aussicht daher relativ bescheiden. Man sieht runter ins Ranertal. Hinten sieht man ein Stück von der Donau. Und ganz hinten sind auch die Alpen noch zu erkennen. Ja, okay, war ein kleiner Umweg. Und jetzt geht's weiter. Ja, ein richtig toller kleiner Weg, den ich hier gehe. Es gibt viel zu sehen. Links und rechts immer große Felsen. Teilweise sieht man runter ins Tal. Dieser Weg, auf dem ich hier gerade laufe, das ist übrigens ein uralter Handelsweg. Der führt von der Donau nach Böhmen und hier wurde früher Wein und Salz transportiert. Dieser Weg erklärt dann auch die Lage von der Burg Falkenstein und von der Burg Altenhof, etwas abseits von der Donau, denn auf diesem Weg hier wurde Zoll kassiert und das war eine sehr lukrative Einnahme und der Adel wurde dann sehr reich dadurch und konnte sich hier diese mächtigen Burgen leisten. Ja, ich bin jetzt an der Burgruine Falkenstein angekommen. Die Burg wird seit einigen Jahren von einem sehr engagierten Verein restauriert und wieder hergerichtet. Ob ich da jetzt reinkomme, weiß ich nicht, aber ich werde mal schauen, was alles zum Sehen gibt. Und ihr bleibt dabei und schaut's mit. Ja, leider betreten verboten und es ist auch alles zu, man kommt nicht rein. Ich werde jetzt ein bisschen rundum schauen, vielleicht gibt es irgendwo ein Fenster oder eine Schießscharte, durch die man einen kleinen Blick nach innen werfen kann. Schauen wir einfach mal. Ja, schade, da geht leider gar nichts. Man kommt nicht rein, man sieht auch nirgends rein. Ja, gut, muss man jetzt so hinnehmen. Die Burg wurde übrigens im 12. Jahrhundert gegründet, immer wieder erweitert und ausgebaut worden und im 18. Jahrhundert dann verfallen. Denn damals hat man eine sogenannte Dachsteuer eingeführt. Das heißt, der König und Kaiser, wie auch immer, hat beschlossen, für jede Dachfläche Steuer zu erheben
Und so eine Burg, so ein Schloss hat natürlich sehr viele Dachflächen. Und dann hat man das ganze Dach einfach abgedeckt und das Gebäude verfallen lassen. So hat man sich die Kosten gespart und man ist umgezogen nach Altenhof. Das Schloss war ein bisschen moderner und die Falkenstein ist daraufhin komplett verfallen. Ja, gegenüber des Burggrabens, da erhebt sich ein sehr interessantes Bauwerk, nämlich der Wasserturm. Der hatte eine Quelle zu beschützen und wurde als eigene Befestigung erbaut. Es schaut aus, als würde man da reinkommen und darum gehen wir da natürlich hoch. Ja, da geht's rein. Ich habe zum Glück auch meine Taschenlampe dabei. So, ein bisschen Licht. Das ist das Stockwerk, auf dem man reinkommt. Ja, scheint nach unten zu gehen. Da geht es nach oben. Und hier führt eine Treppe nach unten. Noch ein Raum. Die Treppe geht weiter. Muss aufpassen, ist rutschig. So. Und hier ist man jetzt im untersten Raum. Das da scheint die ehemalige Quelle zu sein. Wasser gibt es noch, auch wenn Steine drin liegen. Und wegen dieser Quelle wurde die Burg erbaut, denn eine Wasserversorgung war das Wichtigste, was es auf einer Burg gab. Jetzt würde ich sagen, gehen wir aber noch nach oben, denn da ist auch noch eine Treppe hochgegangen. Oder? Habe ich mich getäuscht? Nein, es geht leider nicht weiter nach oben. Es gibt zwar ein paar Stockwerke, aber keine Treppe dazu. Da ist der Eingang, da ist alles zu. Hier ums Eck. Wo geht's da hin? Doch, da geht's weiter. Geht's weiter. Ganz eng, ich muss mich bücken. Oh, ich hätte den Rucksack abnehmen sollen. Auf allen Vieren. Aber nein. Hier ist auch nur eine kleine Kammer mit einer Skischarte. Da geht's durch, sieht man auf der anderen Seite raus.
aber es geht nichts nach oben. Schade. Ja, dann geht's jetzt wieder raus auf allen Vieren. Rucksack geht an der Decke an. Ja, das war's. Leider. Dann schauen wir wieder raus und gehen wieder runter. Doch, ich hatte recht. Hier geht's doch hoch. Oh Gott. Wenn man nicht richtig schaut. So. Eine Kamera rüber. Hier gibt es eine Tür, kommen wir auch rein. Geht es nochmal ums Eck. Ah, wieder eng. Eine schöne Schießscharte. Toll. Dann wieder zurück. Und da geht es noch weiter hoch. Auch eine Schießscharte. Noch weiter hoch. Aha. Geht's wieder in jede Richtung. Hier ein großes Fenster. Mit einer Burg. Ein Blick zur Burg. Aber ich habe gesehen, es geht noch weiter hoch. Und zwar, nein, oder? Doch, hier geht es noch weiter. Ah, hier kommt man ganz hoch, oben rauf. Ja, wie zu erwarten, ganz oben war jetzt der Akku von der Kamera leer. Zum Glück habe ich Ersatz dabei, denn ich stehe jetzt ganz oben auf der obersten Plattform und man sieht ganz schön rüber auf die Burgruine Falkenstein und da hinten sieht man dann auch noch Schloss Rahner Riedel. Das ist bewohnt und daher auch nicht zugänglich. Ja, jetzt genießen wir einfach noch mal kurz den Ausblick da herum. So, jetzt geht es wieder runter. Ich glaube, wir haben alles gesehen da drin. Ein paar Kammern gab es jetzt noch beim Runtergehen, aber alle ziemlich gleich. Ja, da ist der Ausgang, da geht es jetzt raus. Ja, das war's jetzt vom Wasserturm und von der Burgruine Falkenstein. Es hat jetzt ein bisschen angefangen zum Regnen und darum mache ich mir jetzt am Rückweg Richtung Auto. Ja, dass es jetzt regnet, ist jetzt gar nicht so schlimm. Der Weg verläuft ja großteils durch den Wald und durch das dichte Blätterdach werde ich kaum nass. Die letzten paar Meter, okay, über die Wiese, aber die schaffe ich dann auch noch irgendwie. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen heute. Auch wenn die Burgruine leider komplett zu war und wir da nicht reinkommen haben. Von außen haben wir so schauen können. Und der Wasserturm, ja, das ist natürlich ein ganz besonderes Bauwerk. Also irgendwie geheimnisvoll mit den ganzen Kammern und so. Treppen rauf, Treppen runter. Also der hat mich richtig beeindruckt. Ich hoffe,
Ihr habt ein bisschen was gesehen, euch hat es ein bisschen gefallen. Und dann sieht man sie beim nächsten Mal wieder bei zu Hause unterwegs. Heimat neu entdecken. Bis dahin, Servus.